Mein lieber Martin, jetzt bist du also wieder in Deutschland. Weißt du, dass ich an deinem Platz mest sind? Obwohl ich das Land seit meiner Studierzeit nicht mehr gesehen habe, du ist Zauber. Du der Zauber unter den Linden noch immer auf mich wirken. Die geistige Freiheit, die Diskussionen, die Musik und auch die freundschaftliche Wärme inzwischen ist jetzt auch Schluss mit dem kleinen Landlichen, mit der preußischen Arroganz und mit dem Militarismus. Es ist ein demokratisches Deutschland, das du vorfinden tust. Ein Land mit einer tiefen, verwurzelten Kultur, in dem der Geist von einer wunderbaren politischen Freiheit wieder aufblühen tut. Wie gut muss es sein, dort zu leben? Nicht Adresse hat mich beeindruckt. Und ich hoffe, dass die Überfahrt für die Eltern und für die Kinder angenehm und unbeschwerlich verlaufen ist. Was mich betrifft, dort, ich bin im Ausblick nicht so glücklich. Seht ihr, dass ihr abgereist sind, fühle ich mich einsam, besonders an der Sundamorje, ein armer Junggesell ohne Ziel. Meine amerikanische Sonde wird sich auf der anderen Seite vom grossen Teich abspielen, aber in meinen Gedanken tue ich das Hindernis überspringen. Das große alte Haus am Berry, deiner warmherzig willkommen Grüß, ein Tag, den wir nicht gemeinsam verbringen, ist kein vollendeter Tag. Das hast du mir einmal versichert. Und die oben essen, darf ich hoffen, noch einmal so gut zu essen wie bei euch. Ja, jetzt gehe ich ins Restaurant und vor meinem Rostbeef habe ich Visionen von einem geborenen Schinken in einer köstlichen, duftenden Burgundersauce und Spätzle und Spargeln. Ja, Spargeln. Nein. Mit meinem amerikanischen Essen tue ich mich nicht abfinden. Und der Wein, der so vorsichtig von den deutschen Schiffern entladen worden ist. Und unsere Trinksprüche, wenn Gläser zum vierten, zum fünften Mal, zum sechsten Mal bis an den Rand gefüllt worden sind. Ah, natürlich. Hast du recht gehabt, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Trotz deinem Erfolg bei uns bist du nie ein richtiger Amerikaner geworden. Und jetzt, wo unsere Galerie so gut läuft, ist es nur mehr recht, dass du deine kräftigen Kinder in ihre Heimat in die Schule schickst. Und auch Delsa hat doch auch in den ganzen Jahren ihre Familie vermisst. Und ihre Verwandten sind doch bestimmt auch glücklich, dich wieder zu sehen. Der arme Künstler ist jetzt der Wohltäter von der Familie geworden. Das ist sicher für dich ein stiller und ein kleiner Triumph. Das Geschäft läuft immer noch ausgezeichnet gut. Mrs. Levin hat einen kleinen Picasso zu unserem Preis gekauft. Und dazu tue ich mir selber gratulieren. Und die alte Mrs. Fleischmann habe ich inzwischen so weit, dass sie immerhin mit dem Gedanken spielt, die abscheulich Madonna zu kaufen. Nehmen es kommt auf die Idee, ihr zu sagen, dass es ein Stück in ihrer Sammlung hässlich ist. Aus dem einfachen Grund, weil alle so hässlich sind. Aber mir fehlt der Umgang mit den alten jüdischen Weibern schwer. Ich kann sie zwar von einer guten Investition überzeugen, aber nur du hast das feine Gefühl zum Kunstwerk.
wie sie wieder losgemacht hat. Und außerdem drüse Buch schien es niemals in einem anderen Hut. Ich habe gestern einen wunderbaren Brief vom Griseler bekommen. Sie schreibt, ich kann bolarisch stolz auf meine Kleinschwester sein. Sie hat die Hauptrolle in einem neuen Theaterstück, wie in Wien aufgeführt wurde. Und Kritik ist hervorragend. Die hoffnungslosen Jahre, wie sie in einem kleinen Ensemble verbracht hat, haben jetzt ihre Fristen. Armes Kind. Es ist nicht immer leicht für sie gewesen, aber beklaut hat sie sich nie. Sie besitzt Courage und zudem Schönheit. Und wie ich hoffe auch, Talent. Sie freut noch dich, Martin, auf eine ganz freundschaftliche Art. Es ist keine Bitterkeit zurückgeblieben. Das Gefühl verblasst schnell in ihrem Alter. Nach ein paar Jahren bleibt nur noch die Erinnerung an den Schmerz. Und natürlich hat keiner von uns die Schuld. Es sind Sachen, die ereignen sich wie ein plötzlicher Sturm. Ein Ausblick lang ist mir pudelnass und durchgeschüttelt. Man fühlt sich vollkommen hilflos gegen die Kraft. Doch dann scheint wieder die Sonne. Und obwohl mir das Erlebnis nicht ganz vergessen tut, hinterlässt es nur ein mildes Gefühl. Kein Kummer. Das wäre genauso wie mir unter anderen Umständen gar nicht passiert. Ich hab den Griseln nicht geschrieben, dass du in Europa bist. Aber vielleicht sollte ich es doch machen, wenn du das für angemessen hältst. Griseln, tut nicht schnell Freundschaft schließen. Und ich weiß, dass sie froh wäre, wenn sie wissen tät, dass nicht weit von ihr ein Freund ist. 14 Jahre. 14 Jahre, schon seit dem Ende des Krieges. Hast du das Datum mit rotem Farbstift in deinem Kalender markiert? Was für ein Widerwein wir gegangen sind. Wir als Felger seit dieser bitteren Erfahrung. Mein lieber Martin, sei in Gedanken noch einmal umarmt. Und aufs Herzlichste deine Elsa und auch Kindergrise. Dein immer treuer Freund Max. Alle Abrechnungen und Kontoauszug sind bei mir eingetroffen. Vielmals merci. Aber fehlt ist ja nicht verpflichtet, über alle unsere Geschäfte mir in alle Einzelheiten zu berichten. Du weißt, dass ich mit allem einverstanden bin, was du machst. Und ich bin da in München mit meinen neuen Angelegenheiten mehr als ausgelöst. Wir sind jetzt eingerichtet. Aber was für ein Aufstand ist das gewesen? Wie du weißt, habe ich das Haus schon lang im Auge. Und ich habe es zu einem ausgesprochen günstigen Preis gekauft. 30 Zimmer und ein 4,5 Hektar großes Parkgelände. Du darfst ihnen aber nicht glauben. Andererseits darfst du die Armut missbilligen, die in unserem trürischen Land, meinem Vaterland, herrschen dürfen. Wohnungen von Angestellten, Stell und alle Nebengebäude strecken sich in alle Himmelsrichtungen. Und du wirst nicht glauben, aber wir tun jetzt 10 Angestellte beschäftigen für dasselbe Zahl da, wie wir für unsere 2 Leute in San Francisco bezahlt haben. Ich habe 4 vollständige Service aus finstem Porzellan gekauft, ein paar Sachen aus Kristall und dazu noch ein komplettes Silberservice.
Für das ist Elsa arisch begeistert. Hat. Ach, Elsa, sie ist manchmal so herrlich. Ich weiß, du wirst mit mir dort drüber lachen können. Ich habe für sie ein riesiges Bett gekauft. Ein Bett doppelt so groß, doppelt so breit wie ein gewöhnliches Doppelbett. Mit hohen, geschnitzten Holzkolonnen. Klein derer habe ich extra anfertigen müssen, weil es keine passende in der Größe zu kaufen gegangen hat. Sie sind aus Line, aus allerfeinstem Line. Und Elsa lacht nur, sie lacht und lacht und ihre alte Großmutter steht kopfschüttelnd daneben und brummt: Na, na, Martin, was hast du bloß gemacht? Jetzt musst du achten, sonst willst du extra schon dick werden, dass sie ins Bett passen tut. Ja, hat Elsa gesagt, nur 5 Kinder mehr und dann passe ich genau hin und es wird richtig gemütlich drinnen. Und genau so wird es auch kommen, Max. Für die Kinder haben wir 3 Ponys gekauft. Die Kleine, der Karl und der Wolfgang sind noch nicht groß genug, um zu reden. Ein Privatlehrer haben wir auch. Ihr Deutsch ist auch nicht schlecht, noch zu viel mit Englisch vermischt. Aber für die Familie von der Elsa ist die Situation nicht leicht. Ihre Brüder sind inzwischen alle berufstätig und obwohl sie für ihre Arbeit arg geschätzt werden, sind sie finanziell gezwungen, alle in einem Haus zu leben. In der Arbeit von der Familie sind wir amerikanische Millionäre. Aber davon kann gar nicht reden sein, da mit unserem amerikanischen Einkommen zählen wir zu den Reichen. Ja, viele Lebensmittel sind arisch teuer und es gibt politische Spannungen, selbst schießen noch unter der Präsidentschaft vom Hindenburg. Ein feinfühliger Liberaler, wie ich arisch bewundern will. All die Bekannten tun schon anhalten, ich soll mich für ein Amt in der Staatsverwaltung zur Verfügung stellen. Ich muss mir überleiten, denn es könnte uns von Nutzen sein, wenn ich mich in öffentliche Angelegenheiten engagieren würde. Du schreibst von Grisele. Sie hat den Erfolg verdient, die Grisele. Ich tue mich mit der Freie, wenn ich mich auch ein bisschen ärgere, dass ein alleinstehendes Mädel ihre Wahl erkämpfen muss. Jeder Mann erkennt auf den ersten Augenblick, dass sie ein Geschöpf ist, die für den Luxus erschaffen worden ist. Für Hingabe, für ein angenehmes und ein schönes Leben, in dem sie sich frei entfalten kann. In ihre dunklen Augen spiegelt sich eine weiche, eine tapfere Seele, aber es gibt auch etwas Strenges und etwas Storiges in ihr. Es ist eine Frau, wie nichts Lichtfertiges macht oder geben tut. Ach, Max, wie immer tue ich mich selber verraten. Obwohl du während unserer stürmischen Affäre nichts gesagt hast, weißt du, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Du hast mir, deinem Freund, nie einen Vorwurf gemacht in der Zeit, wo deine kleine Schwester so gelitten hat. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du gewusst hast, wie ich auch gelitten habe. Ganz furchtbar sogar. Aber was hätte ich denn machen sollen? Da sind dort Kinder gewesen und Elsa. Es hätte keine andere Möglichkeit gegeben. Trotzdem tue ich noch Zärtlichkeit für Grisel empfinden. Eine Zärtlichkeit, die auch noch so lange dauern wird, wenn sie schon längst einen viel jüngeren Mann gefunden hat und auch heiraten wird. Die alte Wund ist verheilt. Aber die Narb juckt immer noch, mein Freund. Ich werde dir dankbar, wenn du ihre unsere Adresse gern kennst. Wir sind doch so nah an Wien, dass ich das Gefühl kann haben, nicht weit von ihr ist ein Stück Heimat versehen. Elsa weiß nichts von der alten Leidenschaft zwischen uns. Und du kannst dir vorstellen, mit was für einer Wärme sie deine Schwester bei uns empfangen wird. So wie sie dich empfangen hat.
Ja, du möcht ihre sagen, dass wir hier wohnen und döse doch bitte mit uns Kontakt aufzunehmen. Du wäre auch recht herzlich gratulieren zu ihrem schönen Erfolg. Elsa tut mich bitte, dir ihre allerbesten Grüße auszurichten. Und der Heinrich ist ganz ungeduldig, seinem Onkel Max Hello sagen zu können. Mehr vergessen dich nicht, Maxi. Von ganzem Herzen. Dina Martin. Mein lieber Martin, ich bin froh, dass ich im Griesel in ihre Adresse gern hab können. Sie wird sie in den nächsten Tagen bekommen, wenn sie sie nicht schon in ihrer Hand halten tut. Das wird ein Fest, wenn sie euch alle wieder sieht. Ich werde euch in Gedanken begleiten, mit meinem ganzen Herzen, so wie wenn ich wirklich, wie ich will. Du erzählst von der Armut, wie um mich herumherrschen dort. Die Bedingungen sind auch bei uns nicht gerade vom Besten. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich mit der Not im Deutschland. Du und ich machen Glück, dass die Galerie so gut läuft. Sicher, Kunden sind ausbittlich. Wenn ihr dann viel weniger Geld ist, der Kunst, aber selbst wenn wir nur halb so viel verkaufen wie früher, können wir immer noch auch gut davon leben. Nicht gerade verschwenderisch, aber komfortabel. Die Ölgemälde, wie du mir zugeschickt hast, die sind ausgezeichnet. Eine wunderbare Qualität und Preise. Prisse außergewöhnlich. Ich denke, ich werde sie nächstens mit einem grossen Profit an Kunden bringen können. Die grässliche Madonna ist verkauft. Ja, an die alte Mrs. Fleischmann. Mir ist das Herz stehen geblieben, wie sie mit ihrem kunstverständlichen Scharfblick den Wert vom Bild erkennt hat. Wie ist es mir schwer, einen Preis zu nennen? Sie hat mich im Verdacht, geht noch ein anderer Kunde in der Hinterhand an. Also habe ich eine unverschämte Summe genannt. Sie hat sich draufgestürzt und hat gegrinst, wie sie mir den Scheck ausgefüllt hat. Kannst du dir vorstellen? Was für eine Freude ist da, wie ich das abscheinliche Stück missgetragen habe. Oh, Martin, manchmal tue ich mich schämen. Für die Freude, wie ich empfinde, wenn ich so ein bedeutungsloser kleiner Erfolg erlebe. Du in Deutschland mit deinem Landsitz und deinem Wohlstand, wie du die Elsa und ihre Verwandten vorführen tust. Und ich in Amerika, überglücklich, weil ich eine lichtglaubliche alte Dame zum Kauf von einer abscheulichen Madonna überreden habe können. Was für schöne Höhepunkte für zwei 50-jährige Männer. Ist das der Zweck von unserem Leben? Geld zu verdienen und mit dem Gewinn öffentlich zu prahlen? Ich mache mir ständig Vorwürfe. Mach aber trotzdem wieder. Naja, wir sitzen alle in derselben Zwickmühle. Wir sind gewinnsüchtig und unehrlich, weil es notwendig ist, über andere gewinnsüchtige und unehrliche Menschen zu triumphieren. Wenn ich der Mrs. Fleischmann den alten Schinken nicht verkauft hätte,
Dann wäre andere gekommen, wo ihr noch etwas Abscheuliches angetragen hat. Wir müssen diesen Zustand akzeptieren. Aber es gibt einen anderen Bereich, in dem wir etwas Warmes finden können. Die warme Atmosphäre im Haus eines Fremden, wo wir unsere kleinen Überheblichkeiten ableihen können und Warmherzigkeit und Verständnis finden. Wo billiger Egoismus keinen Platz hat und billiger Wein und Konversation im Leben eine andere Bedeutung haben. Dort ist uns etwas gelungen, wie jede Falschheit ausschliessen tut. Wer ist denn der Adolf Hitler, wie in Deutschland im Ausblick nach der Macht strebt? Was ich über ihn höre und lese, gefällt mir gar nicht. Du deine kleine Strolch umarmen. Und auch unsere wunderbare Elsa. Wie immer. Aufs Herzliche, Dina Max. Lieber alter Max, du hast bestimmt von den neuen Ereignissen in Deutschland gehört und wirst wissen wollen, wie wir das von unserem Gesichtspunkt aus betrachten. Und woran zu sagen, Max, ich glaube, dass der Hitler, was einiges anbelangt, gut für Deutschland ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Er ist jetzt Kanzler und ich denke, dass selbst der Hindenburg ihn jetzt nämlich stürzen kann, weil er ja gewissermaßen gezwungen worden ist, den Hitler an Macht zu bringen. Der Mann ist wie ein elektrischer Schock, so stark wie nur ein außergewöhnlicher Redner oder Fanatiker es sein kann. Aber ich freue mich, ob er richtig im Kopf ist. Seine Brüne sind nichts wie Lumpenproletariat. Sie tun blindere und haben mit besser anti-jüdischer Hetzerei angefangen. Aber vielleicht sind das nur Nebensächlichkeiten. Der Lichtschirm, wie an der Oberfläche entsteht, wenn eine große Bewegung anfängt zu kochen. Denn ich sage dir, lieber Freund, da ist eine Welt, eine gewaltige Welt. Überall haben Menschen so eine Art Steigerung erlebt.
mir spielt's auf Straße und in Geschäften. Wie ein verrissener Mantel haben sie die alte Verzweiflung abgestreift. Die Menschen tun sich nimmer länger in ihrem Scham begraben. Sie haben wieder Hoffnung. Vielleicht wird jetzt Armut ein Ende haben. Irgendetwas, ich weiß nicht, was wird geschehen. Ein Führer ist geboren. Trotz allem stelle ich mir eine Freude. Ein Führer. Für was? Verzweiflung treibt Menschen oft in absurde Richtungen. Vor anderen Leuten tue ich selbstverständlich über meine Zweifel nicht reden. Ich bin jetzt im öffentlichen Dienst und habe eine Stelle in der Regierung. Also tue ich mich ganz laut drüber freien. Von den Beamten, die ja alle ihre Heilhütze schätzen wissen, tun alle ganz schnell zu den Nationalsozialisten in die NSDAP eintreten. Das ist der Name von der Partei vom Herrn Hitler. Aber das passiert nicht nur aus Berechnung. Da ist mehr ein Gefühl, dass wir Deutschen unsere Bestimmung gefunden haben und dass die Zukunft in einer gewaltigen Welt auf uns zurollt. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen mit ihr gehen. Auch jetzt tut noch Unrecht geschehen. Die SA-Truppe tun im Augenblick ihren Erfolg feiern. Blödische Gesichter und geborene Menschen tun davon ein trauriges Zeugnis ablegen. Aber so Sachen gehen vorbei. Wenn am Ende das Ziel richtig ist, verschwinden sie und sind vergessen. Die Geschichte wird auf ein neues, weißes Blatt geschrieben. Einzig Freude, die ich mir stellen will und nur mit dir mitteilen will, neben es anderen, kann ich desto anvertrauen. Ist das Ziel richtig? Ist die Grundidee, der wir nachgehen, besser wie andere? Max, du weißt, dass ich Menschen von meiner Rasse gut beobachtet habe, seit ich wieder in dem Land bin. Und dass mir klar geworden ist, was für Qualen sie gelitten haben in den Jahren, in denen das Brot immer knapper geworden ist und ihre Kerber abgemeiert sind, bis sie schließlich alle Hoffnung begraben haben. Bis zum Hals sind sie im Striebstand von der Verzweiflung gesteckt. Sie sind am Ende gewann, am Sterben, und dann ist ein Mann gekommen, wie er seine Hand ausgestreckt hat und seine Rüstung gezogen hat. Alles, was sie jetzt wissen, ist, sie werden nicht sterben. Sie befinden sich jetzt in einer hysterischen Befreiungseuphorie. Sie tun ihnen fast anbeten, den Mann. Und sie hätten sich jedem anderen Ritter gegenüber genauso verhalten. Dem Herr sei gedankt, dass es ein richtiger Führer ist und kein Todesengel, dem sie so freudig folgen tun. Max. Nur mit dir allein kann ich anvertrauen, dass ich Zweifel tue. Ich tue Zweifel, aber ich tue auch Hoffen. Aber genau mit der Politik. Wir tun uns über unser Haus arisch freien und haben auch schon ein paar Feste. Heute wird der Bürgermeister unser Gast sein, ein Oberessen für 28 Personen. Wir tun wahrscheinlich ein bisschen angehen, vielleicht. Aber das dürfen wir uns verzeihen. Elsa hat ein neues Oberkleid aus blauem Samt und verzweifelt fast, weil sie Angst hat, dass es zu Enkel sind. Sie ist schon wieder schwanger. Das ist der beste Weg, um eine Frau ruhig zu halten. Durch sie mit Kindern beschäftigen, dann hat sie auch Zeit zu kritisieren. Unser Heinrich hat eine gesellschaftliche Eroberung gemacht. Er tut mit seinem Pony ausreiten und lässt sich von dem abwerfen. Und wer geht an, um den Jungen aufzuhalten? Der Baron von Freischen. Die zwei tun sich lang über Amerika unterhalten. Ein paar Tage später
ruft der Baron an und wir tun uns im Kaffee treffen. Nächste Woche ist unser Heinrich bei der von Freischen zum Mittagessen eingeladen. Was für ein Kerl. Es ist zu schade, dass in Deutsch nicht besser ist. Aber er ist für jedes eine richtige Freude. Ja, so geht unser Leben weiter, mein lieber Freund. Vielleicht werden wir an großen Ereignissen teilnehmen. Vielleicht bleiben wir aber auch innerhalb von unserem Familienkreis. Was mir aber niemals aufgegangen wäre, das ist die Wahrhaftigkeit von unserer Freundschaft, von der du so herzlich reden darfst. Unsere Herzen reisen über den Ozean zu dir. Und wenn Gläser gefüllt sind, stoßen wir an auf den Onkel Max. Mit herzlichen Grüß, deiner Martin. Ich mache mir Sorgen über das, was die Zeitungen über dein Vaterland schreiben. Man hört nur unterschiedliche Geschichten. Deshalb tue ich mich natürlich an dich wenden, mit dem Wunsch nach Aufklärung. Ich bin sicher, dass das alles nicht so schlimm ist, wie es dargestellt wurde. Ein schreckliches Pogrom, das ist die übereinstimmende Meinung und der amerikanische Zeitungen. Ich weiß, dass dein liberaler Geist und dein mitfühlendes Herz so Bösartigkeiten nicht tolerieren täten und dass ich von dir Wort erfahren habe. Der Sohn vom Aaron Silbermann ist gerade von Berlin zurückgekommen. Und wie ich gehört habe, ist er mit knapper Not davon gekommen. Die Geschichten, wie er erzählt, dort klingen ganz anders als schön. Er hat Misshandlungen mit abgesehen. Sie haben jemand fast ein Liter Rizinusöl durch zusammengepresste Zähne eingetrichtert. Und die Person ist dann an der folgenden Stunde unter der Qualen von verrissenen Gedärm ein fürchterlicher Tod gestorben. Vielleicht haben sich die Ereignisse wirklich so zugetragen. Und sind, wie du gesagt hast, nur ein paar Dornen in einer humanen Revolution. Doch für uns Juden kehren sie zu einer vertreuten, traurigen Geschichte. Wie sich seit Jahrhunderten immer wiederholt. Und es ist kaum zu glauben, dass das alte Märtyrium heutzutage in einer zivilisierten Welt, in einem zivilisierten Land, Geduld wäre müssen. Schreib mir, mein Freund,
wenn's beliebt, und gib mir meiner Seele Frieden zurück. Der Stieg in dem Krise, der so ein großer Erfolg hat, wird wahrscheinlich Ende Juni vom Spielplan abgesetzt. Sie schreibt, sie hat ihre in Wien eine andere Rolle angeboten und auch noch eine in Berlin. Ein arisch reizvoll. Sie redet hauptsächlich von dem zweiten Angebot. Aber ich habe ihr geschrieben, sie soll da warten, bis die antisemitische Welt sich beruhigt hat. Natürlich wird sie andere Kunstkindernamen benutzen, wie ihre jüdischer Name. Eisenstein wäre sowieso für eine Theaterbühne ein unmählicher Name. Aber es ist nicht nur ihre Name, wie ihre Herkunft verroten tut. Auch ihre Gesichtszug, ihre Geste, ihre gefühlsreiche Stimme tun sie als jeden ausweisen. Dies gilt ich, was für ein Name, das sie benutzen dürfen. Und wenn die Bewegung tatsächlich so viel Kraft besitzt, dann wär's besser fürs Kriseln. Im Ausblick nicht nach Deutschland zu gehen. Verzeih mir, Freund, den unkonzentrierten und kurzen Brief. Aber ich tue keine Ruhe finden, bevor du mich beruhigt hast. Ich weiß, du wirst mir in aller Aufrichtigkeit antworten. Wenn's beliebt, schreib mir so schnell wie möglich. Mit der Zusicherung von meinem Vertrauen in dich sowie von meiner Freundschaft zu dir und deiner Familie. Deiner drei Max. Lieber Max, wie du siehst, schreibe ich auf dem Geschäftspapier von meiner Bank. Das ist notwendig, denn ich habe ein Bitte an dich und will auch die neue Zensur ignorieren, die arisch streng ist. Wir müssen für den Moment aufhören, uns zu schreiben. Selbst wenn ich kein offizielles Amt ausüben will, wäre es für mich unmöglich, mit einem Jud zu korrespondieren. Sollte aber ein Kontakt erforderlich sein, dann leite Brief zu der Bank aus. Schreib mir aber nicht mehr an meine Privatadresse. Was die ernsten Ereignisse betreffen, um die du dir so viel Sorgen machst, ich habe sie am Anfang auch nicht gekannt. Doch ihre schmerzliche Notwendigkeit ist mir inzwischen klar geworden. Jedes Ross ist ein Schandfleck für jede Nation, die ihren Unterschlupf bewilligt. Ich hab niemals den einzelnen Jud gehasst. Ich hab dich immer als Freund liebt. Aber du weißt, dass ich mit aller Aufrichtigkeit redete, wenn ich sah, dass ich dich nicht weil deiner Zugehörigkeit zu der Ross geschätzt hab, sondern trotz der Zugehörigkeit. Der Jud ist überall und zu allen Zeiten der Sündenbock. Das ist nicht ohne Grund so. Und damit meine ich nicht den alten Christus-Mörder-Overglauben, wie die Misstrauen der Juden näher tut. Übrigens ist der Ärger mit den Juden letztlich nur eine Nebensache. Es passiert gerade etwas viel Größeres. Wenn ich sie dir nur zeigen könnte, wenn ich sie dir nur vor den Augen führen könnte, Die Wiedergeburt von dem neuen Deutschland unter unserem Herzensgöttenführer. Die Welt kann nicht ewig ein großes Volk unterdrücken und beherrschen.
14 Jahre lang haben wir unseren Kopf unter den Schaum ducken müssen. Wir haben das bittere Brot von unserem Schaum und die dünne Suppe von unserem armen Gassel. Aber jetzt sind wir freie Menschen. Mit voller Kraft stehen wir auf und brüchen nicht mehr unseren Blick vor den anderen Nationen zu senken. Und unser Blut tun wir reinigen von den minderwertigen Elementen. Im Singen wandern wir durch unsere Täler und unsere starken Muskeln zittern, wenn es daran geht, neue Aufgaben zu bewältigen. Und Stimmen vom Wotan und vom Tor ertönen in den Bergen. Unsere alten, starken Gitter von den nordischen Ross. Aber nein, während ich das schreibe und spüre, wie mein Enthusiasmus für die neue Vision entflammen tut, weiß ich in der gleichen Zeit, dass du nicht verstehen wirst, wie notwendig das alles für Deutschland ist. Du wirst nichts anderes sehen, als dein Volk, wie in Not ist. Du wirst nicht ihn sehen, dass ein paar Leiden müssen, damit Millionen gerettet werden. Du bist in erster Linie ein Jud und wirst um dein Volk jammern. Das verstehe ich auch. Das liegt in der Natur vom semitischen Charakter. Ich tue immer lamentieren, aber ich bin niemals tapfer genug, um zurückzuschlafen. Deswegen gibt's Apogrome. Oje, Max. Ich weiß, es wird dir weh machen, aber du möchtest die Worte in die Augen legen. Es gibt Bewegungen, die sind viel größer wie die Männer, wie sie ins Leben gerufen haben. Und ich bin ein Teil von dieser Bewegung. Unser Heinrich ist Pimpf im Jungvolk, die vom Baron vom Freischen angeführt wird. Sein Rang tut unserem Haus jetzt ein Glanz verleihen. Er ist öfters Gast bei uns und besucht unsere Heinrich und auch Elsa, die er euch bewundert. Ich selber stecke bis über beide Ohren in der Arbeit. Elsa tut sich wenig um Politik kümmern. Nur unsere Führer tut sie tief verehren. Seit einem Monat ist sie schnell mit. Vielleicht sind Abstände zwischen Schwangerschaften zu kurz. Es wird ihr aber sicher besser gehen, wenn unser Kind einmal auf die Welt ist. Ich tue euch bedürfen, dass unser Briefwechsel auf den Ort und wie sein Ende findet wird, Max. Vielleicht stehen wir uns wieder einmal schön da auf einem Terrain-Treffen, auf dem wir ein besseres gegenseitiges Verständnis entwickeln können. Wie immer, Din Martin Schulz. Martin, mein alter Freund, ich tue diesen Brief im Jimmy Lederer anvertrauen, wie ich auf seiner Europareise demnächst in München Station machen wird. Seit dem letzten Brief, den du mir geschickt hast, tue ich keine Räume finden. Die Wächter haben so wenig nach dir gegulden. Das ist der Inhalt nur in einer Angst vor der Zensurstelle zuschreiben kann. Der Mann, den ich wie ein Bruder gern hab. Mit dem Herz wie immer vor Sympathie und Freundschaft überlaufen ist,
kann sich doch unmöglich. Und sie sagen, nur als Anhänger an der Abschlachtung vom unschuldigen Volk beteiligt. Ich tue dir vertrauen und bitte, dass ich deine Lau richtig verstehe. Ich verlange eine ausführliche Erklärung von dir, die dich in Schwierigkeiten bringen kann. Nur ein einfaches Ja. Und das wird mir sagen, dass du nur eine notwendige Rolle spielen tust, aber dass dein Herz sich nicht geändert hat. Dass ich mich nicht in meinem Glauben getäuscht habe. Dass du immer ein Mann von vielen liberalen Geist gewandt bist, wer denen falsch blieb. Egal, was in was für einem Namen es ausgeführt wird. Zensur, Verfolgung von allen Menschen mit liberalen Ansichten, Bücherverbrennungen und Korruptheiten an den Universitäten hätten deinen Widerspruch hervorrufen sollen. Auch wenn ich in dem einzigen Angehörigen von meiner Rasse nur mehr hochgekriegt worden wäre. Du bist ein liberaler Martin. Du hast eben im Blick gedenkt. Ich weiß, dass du dich in deiner Glore Geistesbehaltung nicht von einer populistischen Strömung mitrissen lässt. Denn die Volksbewegung hat so stark wie es auch ist, jetzt abgrundtiefes Schlechtes an sich. Ich verstehe gut, warum das die Deutschen und Hitler zujubeln. Sie reagieren auf die Ungerechtigkeiten, wie sie seit dem Desaster vom letzten Krieg erlitten haben. Aber du, Martin, du hast doch seit dem Krieg im Grund wie Amerikaner gelebt. Ich weiß, es ist nicht meiner Freunde, wenn ich mir diesen Brief zugeschrieben habe. Es wird sich herausstellen, dass es nur die Stimme von der Vorsicht und vom Opportunismus gewesen ist. Ungeduldig tue ich das eine Wort erwarten, wie meine Seele ihre Friede zurückgehen kann. Schreib schnell in Ja. Max, ich habe deinen Brief erhalten. Die Antwort heißt Nein. Du bist ein sentimentaler Mensch. Du willst nicht verstehen, dass nicht alle Menschen nach deinem Muster geschnitten sind. Du tust sie mit netten kleinen Etiketten bekleben. Zum Beispiel liberal. Und erwartest dann, dass sie sich entsprechend nach deinen Vorstellungen verhalten. Aber du tust dich täuschen. So, ich soll also ein amerikanischer Liberaler sein. Nein, ich bin ein deutscher Patriot. Ein Liberaler ist ein Mann, der nicht an eine Handlung glaubt. Ein Poppler, der sich Müll aufrisst über Menschenrechte, aber nichts macht, unser Treiber zu retten. Ein Liberaler macht gern viel Wind und Meinungsfreiheit. Aber was ist Meinungsfreiheit? Nichts anderes als die Möglichkeit, bequem auf seinem Hinterteil zu sitzen und zu behaupten, alles, was aktive Menschen unternehmen, sei falsch. Gibt es etwas Wirkungsloseres wie ein Liberaler? Ich kenne sie gut, Liberale, denn ich bin selber einer Wann. Sie verurteilen eine passive Regierung, weil sie nichts verändern tut. Aber lass ein starker Mann an die Macht kommen. Lass ein energischer Mann mit Veränderungen anfangen. Wo ist er dann, dein Liberaler?
Er ist dagegen. Für ein Liberaler ist jede Veränderung etwas Falsches. Und er sagt zudem, es sei eine langfristige Perspektive. Aber es ist lediglich die Angst, dass er selber etwas machen muss. Er hat geschwollene Reden gern und schöne Wörter. Dürfen Männer wie die Welt zu dem machen, was er ist, tut er sich als nutzlos erwiesen. Die Macher, das sind einzig wichtige Männer. Und bei uns in Deutschland ist ein Mann mit Handlung und Macht gekommen. Ein energischer Mann, wie die Sache anpacken tut. Geschichte von einem ganzen Volk hat sich innerhalb einer Minute geändert, weil ein tatkräftiger Mann gekommen ist. Und ich schließe mich ihm an. Ich werde nicht bloß von einer Strömung mitgerissen. Ich tue das bedeutungslose Leben abschütteln, wie nur mein Reden bestanden hat und keine Vollendung gekannt hat. Ich tue mich aufrichten und stelle mich mit meiner ganzen Kraft hinter die große Bewegung. Ich bin ein Mann, weil ich handle. Davor bin ich nur meine Stimme gewann. Ich stelle den Zweck von unserem Handeln nicht in Frage. Das ist nicht nötig. Ich weiß, es ist gut, weil es eine kolossale Vitalität freisetzen tut. Menschen, die so viel Freude und Begeisterung verteilen, werden nicht in schlechte Sachen hingezogen. Du sagst mir, Herr Folie, liberal denkende Menschen, mit den Bibliotheken plündern. Du sollst einmal aus deinen abgeständigen Sentimentalitäten erwachen. Dort ist ihr Ruch der Krebs verschonen, nur weil er ihn wegschneiden muss, von ihn zu entfernen. Wir sind grausam. Natürlich sind wir grausam. So wie jede Geburt grausam ist, so ist auch unsere neue Geburt. Aber wir erleben eine große Freude. Deutschland geht wieder Kopf hoch. Deutschland tut seinem Führer in der Triumphfolie. Was verstehst du schon davon? Du, wie nur du sitzt und träumst. Du hast nie einen Hitler kennenlernen. Er ist wie ein frisch geschiefenes Messer. Er ist ein weißes Licht, aber so glühend heiß wie die Sonne von einem neuen Tag. Ich stehe drauf, dass du mir nicht mehr schreiben sollst. Wir sind kein Freund mehr, das müssen wir beide anerkennen. Schulze. Lieber Martin, Begleit zum Brief, du stimmst deine Kontoauszug und Monatsabrechnungen finden. Es ist nicht notwendig, aber trotzdem tue ich dir eine kurze Nachricht schicken. Riesele ist auf Berlin. Sie ist einfach der Couragier. Aber sie hat so lang und so oft auf den Erfolg gewartet, dass ich jetzt nicht darauf verzichten will. Und sie lacht über meine Ängste. Sie wird am Königstheater stehen. Du bist Parteimitglied und durch ein öffentliches Amt begleitet. Martin, im Namen von unserer alten Freundschaft tue ich dich bitten, auf sie aufzupassen. Fahr auf Berlin, wenn es möglich ist. Und lü doch, ob sie nicht in Gefahr ist. Ich nehme an, dass es dir nicht gefallen hat, wie ich gezwungen worden bin, deinen Namen aus der Galerie zu entfernen. Aber wie du weißt, wer unsere wichtigsten Kunden sind, sie werde ich jetzt niemals selbst honorieren, wie unsere Firma mit diesem Namen kommt. Über deine Einstellung, die Nein, kann ich nicht diskutieren. Aber du musst mich verstehen. Ich habe nicht erwartet, dass du für mein Volk zu den Waffen griffst.
weil's min Volk ist, aber weil du ein Mann gewesen bist, wie Gerechtigkeit gelebt hat. Ich tu dir meine leichtsinnige Krisen anvertrauen. Das Kind sieht nicht ihn, in was für eine Gefahr sie sich begibt. Ich tu dir jetzt nicht mehr schreiben. Auf Wiedersehen, mein Freund Maxi. Martin, ich schreibe dir noch einmal, weil mir kein anderer Ausweg gibt. Eine dunkle Vorahnung hat von mir Besitz ergriffen. Sobald ich gewusst habe, dass Krisel in Berlin angekommen ist, habe ich ihr geschrieben. Sie hat mir nur eine kurze Antwort gegeben. Die Proben sind hervorragend verlaufen und Stieg hat bald Premiere. Mein zweiter Brief ist unbekümmert gewesen, ohne die ängstliche Warnungen. Und er ist mir ungeöffnet mit dem Stempel Empfänger unbekannt zurückgesendet worden. Was für eine Dunkelheit die zwei Wörter beinhalten. Wie kann sie unbekannt sein? Es tut sich bestimmt um die Mitteilung handeln, dass es ihr selbst passiert ist. Sie wissen, was mit ihr geschehen ist. Das haben die abgestempelten Briefe. Nur ich soll es nicht erfahren. Sie hat sich in einer Art Lehre aufgelöst und es ist sinnlos, sie zu hören. Das alles sagen die zwei Wörter. Empfänger und bekannt. Martin, würde ich dann ausdrücklich bitten, sie zu finden und ihr zu helfen? Du hast ihre Lieblichkeit gekannt, ihre Schönheit und ihre Zartheit. Sie hat dir deine Liebe geschenkt. In keinem anderen Mann, außer dir. Ich weiß, ich bräuchte dich nicht, um deine Hilfe noch einmal zu bitten. Es langt, wenn ich dir so, es ich ebs Schlimmes passiert. Sie, ich in Gefahr. Ich stöße in deine Hand gehen, denn ich kann ihr nicht beistehen. Max. Martin, in großer Verzweiflung tue ich mich an dich wenden. Ich habe nicht noch wieder einen Monat warten wollen. Also tue ich dir ein paar Unterlauen schicken, die wie deine Investitionen betreffen. Unter Umständen kannst du hier und da ein paar Änderungen vornehmen. Ich kann so meiner Bitte einen Bankbrief dazu leihen. Es geht ums Kriseln. Seit 2 Monaten habe ich keine Nachricht von ihr erhalten. Und jetzt sind auch noch die Gerüchte an mein Ohr dringen, von einem jüdischen Müll zu einem jüdischen Müll wieder getragen. Kommen allmählich Berichte aus Deutschland bis zu uns rüber. Geschichte, so voller Schrecken, dass meine Ohren ich so zuhalten. Wenn ich es kenne, aber ich kann nicht. Ich muss wissen, was ihr zugestoßen ist. Martin,
Ich muss mir Gewissheit verschaffen. Sie ist eine Woche lang in dem Berliner Theaterstück aufgetreten. Dann ist sie vom Publikum als jeden ausgepfiffen worden. Sie ist so dickköpfig und so couragiert, das wunderbare Kind. Sie hat in ihre Pfiffe, in ihre Hals zurückgeschickt. Sie hat ihnen stolz gesagt, ja, ja, ich bin jeden. Ein paar Zuschauer haben sie von ihrem Sitz heruntergeholt und haben sie seiner nach. Sie ist hinter der Bühne runter. Jemals muss ihre geholfen haben, denn es ist ihr gelungen im ganzen Pack. Wie an ihren Absatz geklappt ist, entkommen. Ein paar da ist sie im Keller von einer jüdischen Familie untergetaucht. Dann hat sie, soweit es möglich gewesen ist, ihr Aussehen verändert und ist gegen den Süden gelaufen. Sie hat wahrscheinlich gehofft, sich zu Fuß bis nach Wien durchzuschlafen. Denn sie hat sich nicht getreut, diese Bahn zu nehmen. Sie hat zu den Leuten gesagt, von denen sie sich verabschiedet hat. Sie hat in Sicherheit sein, wenn sie bei einem Freund in München wäre. Das ist meine Hoffnung, dass sie sich an den Tisch gewendet hat. Denn in Wien ist sie nie eingetroffen. Schreib mir ein Wort, Martin. Und wenn sie bei dir angekommen ist, du ist dich doch vorsichtig erkundigen, sofern es in deiner Macht steht. Ich finde keine mehr. Ich muss mich da und nach quälen. Ich sehe das tapfere kleine Kind mühsam, die viele Kilometer durch findliches Land zu wandern. Und bald ist Winter. Ich tue Gott bitte, dass du mir ein Wort senden tust, wie mich erleichtern tät. Max. Herr Hitler! Ich bedürfe euch, die schlechte Nachrichten in der Mittel zu nehmen. Deine Schwester ist tot. Unglücklicherweise ist, wie du selber gesagt hast, wirklich verrückt geworden. Von einer knappen Woche ist er hier angekommen. Er hilft es alle hinter ihr her. Bei uns ist Arich hektisch zugegangen. Zu der Geburt von kleinen Adolf im letzten Monat steht es um die Gesundheit von der Elsa nicht so gut. Der Doktor und zwei kranke Schwestern sind hier geworden. Alle Angestellten und Kinder sind durchs Haus gerannt. Wie es der Zufall will, bin ich bei dir aufgemacht. Erst habe ich gedacht, es steht eine alte Frau vor mir. Doch dann löse ich ihr in Gesicht und dann sehe ich auch schon, dass die SA gerade durchs Tor vom Park gerannt kommt. Kann ich sie verstecken? Chancen stehen 1:30. Jeden Moment kann einer von Angestellten kommen. Kann ich verantworten, dass Haus durchsucht wird, während Elsa krank im Bett liegt? Kann ich wirklich riskieren, vielleicht nur zu warten, weil ich in einer Jedine Unterschlupf gewährt habe und alles zu verlieren, was ich da aufgebürgt habe? Natürlich habe ich als Teacher eine unmissverständliche Pflicht. Sie hat auf der Bühne ihre jüdischen Kinder in reine junge deutsche Männer gesagt. Ich soll sie festhaften und dem SA-Trupp übergeben. Aber das bringe ich nicht fertig. Du tust uns alle ins Verderben stürzen, Grisele, sag ich zu ihr. Lauf zurück, tiefer in den Park. Sie schaut mich an, lächelt. Sie ist noch immer ein tapferes Mädchen geworden und trifft ihre eigene Entscheidung. Ich will dir die Schade andönen, Martin, sagt sie und rennt Treppe runter und dann auf Beim zu. Aber sie muss mitgewandt sein, sie läuft nicht auch schnell. Und die SA-Männer,
haben sie entdeckt. Ich bin hilflos, ich bin ins Wüste zurück. Und nach ein paar Minuten hilft sie auf mich drüber. Gleich ins Dorf bringen lassen, unsere Zeppe erzählte. Es ist verrückt, wann von Ehren durch die Schlange zu kommen. Auch mit kleine Grisel, ich drehe mit dir. Aber wie du gesehen hast, bin ich nicht im Stand gewann, Ehre zu helfen. Ich möchte dich jetzt ernsthaft bitten, keinen Kontakt mehr mit mir aufzunehmen. Jedes Schreiben, wie wir uns eintreffen dort, wird von der Zensur geprüft. Und ich bin nicht in der Lage, zu sagen, wann sie anfangen, an die Briefe, die an der Bank adressiert sind, aufzumachen. Und mit Juden, wo ich auch kein Geschäft mehr mache, mit Ausnahme von den Geldeingabsbestätigungen. Es ist nicht gut für mich, dass ein Jeden zu mir gepflichtet ist, um Unterschlupf zu finden. Alle weiteren Verbindungen sind inakzeptabel. Ein neues Deutschland fängt an, Gestalt anzunehmen. Unter unserem glorreichen Führer werden wir die Welt bald großartige Dinge zeigen. Martin. Rewer von uns alle, geschätzter Martin. Vergess, wenn's beliebt nicht, der Geburtstag von der Großmütter. Am 8.1964. Amerikanische Betriebe wären für deine Gesellschaft jünger. Deutscher Maler, deutsche Pinsel liefern. Mandelberg ist auch in den Verein eingetreten. Sieg am 25. Aber nicht früher. 11 Picasso-Reproduktionen, 20:40 Uhr. Und die Galerie wie mit mir tönen. Rot und Blau, so wie dominieren. Wir können dir im Ausblick für die Transaktion 8000 Dollar auszahlen. Ich fange mit dem neuen Rechnungsbuch 2 an. Wir beten jeden Tag für dich. Lieber Bruder. Martin, gute Nachrichten vor vielen Tagen hat unsere Stock 116 erreicht. Die Fleischmänner haben uns noch einmal 10.000 Dollar vorgestreckt. Das hat lange für den Bedarf von der Gesellschaft junger deutscher Maler. Für den Moment tun sie alles decken. Aber lass uns wissen, wenn es zusätzlich Gelegenheiten geben sollte. Die Schweizer Miniaturen sind
Auch ist gefreut. Du aufmerksam den Markt beobachten und du deine Reise auf Zürich noch am 1. Mai vorbereiten, wenn sich unerwartete viel Gelegenheit ergeben sollte. Und mit Salomon, wo froh sind, ist zu sehen. Und ich weiss, dass du seinem Urteil blind vertrauen tust. Das Wetter ist vollkommen gelogen und es gibt für die nächsten Tage 2 Monate kein konkretes Gewitterwarnung. Du wirst deine Studenten voll in ihre Produktionen vorbereiten. Van Gogh 15 auf 103, rot. Poussin 20 auf 90, blöd und geil. Vermeer auf 11 und 33, rot und blöd. Unsere Hoffnungen tun deine neuen Unternehmen begleiten. Eisenstein. Max, mein alter Freund. Max, weißt du überhaupt, was du anrichtet hast? Ich muss versuchen, den Brief mit der Hilfe von einem Amerikaner, weil ich dich, wie ich dich kennengelernt habe, aus einem Land zu schmuggeln. Ich schreibe die Bitte an dich aus einer Verzweiflung raus, die du dir nicht vorstellen kannst. Das verrückte Telegramm, die Brief, die du mir geschickt hast, weil ja einen muss ich Rechtschaft ableihen. Die Brief kommen nicht bei mir an, weil ich muss aufs Amt, sie zeigen mir meinen Brief und fordern, dass ich ihnen einen Code geben soll. Ein Code! Die ganze Zeit! Ein langjähriger Freund! Mit dem Amt, du! Begriffst du eigentlich? Hast du irgendeine Vorstellung davon, dass du mich zum Grund richtet hast? Schon jetzt bekomme ich durch diesen Wahnsinn schreckliche Folien zu spielen. Ich bin brutal aufgefordert worden, von meinem Amt zurückzutreten. Heinrich ist nicht mehr im Jungvolk. Sie haben ihm gesagt, es wäre für seine Gesundheit nicht gut. Gott im Himmel, Max! Weißt du, was das bedeutet? Und Elsa, der ich nicht ein Wort davon sagen kann. Das ist traurig, weil Parteimitglieder ihre Einladung ablehnen. Und dass der Baron vom Freische mit ihrer Rede tut, wenn sie sich auf der Straße antreibt. Ja, ich weiß, warum du schrottet. Aber sagst du nicht, dass ich nichts machen hab können? Was hätte ich machen sollen? Ich hab nicht den Mund gedrückt, es nur mal zu versuchen. Ich soll dich inständig bitten, nicht bei Jimmy, aber bei Elsa und Kinder. Denk dran, was das für die Bedienung tut, wenn sie mich verhaftet sollte und sie ungewiss sind, ob ich lebend oder tot bin. Weißt du, was es heißt, in der Konzentrationslager gebracht zu werden? Wenn du, dass ich an der Wand steht, wo und ihre Flinte auf mich richtet, ich tue dich an, Flair, hör auf mit dem, mach dir mal end, ich hab Angst um die Leute, Max. Um im Leben! Bist du das, wie du das machen tust? Das kannst du nicht sehen! Du bist mir Bruder, Mann! Ich hab dich mit Bruder, geht! Nein! Ich hab nichts gemacht! Millimeter Reihe, lieber Freund Martin. Eine Schiffsladung mit 1500 Pencil soll die Woche bei den Maler von der Berliner Ortsgruppe eintreffen. Dadurch tust du ein bisschen Zeit gewinnen und da können wir eine größere Ausstellung noch vorbereiten. Amerikanische Sponsoren wäre mit dem Bedarf für die Maler uns helfen. Aber du musst die letzten Arrangements treffen. Wir sind viel zu weit weg vom europäischen Markt. Gut. Können wir vielleicht dort ein paar letzte Pinsel liefern? Was sagt der Ausmaß an
aus der Unterstützung so eine Ausstellung in Deutschland beansprucht? Die folgenden Exemplare für die Auslieferung am 24. März vorbereiten. Rubens 12. Auf 77. Blöd. Kyoto 1 auf 370 Green und Weiss. Poussin 20 auf 90 Rot und Weiss. Der Jungblum ist letzte Woche mit der Picasso-Spezifikation abgereist. Er wird die Elfarbe in Hamburg und Leipzig deponieren und dann zu deiner Verfügung stehen. Viel Erfolg für dich! Eisenstein. Der Cousin Julius hat 2 Seen bekommen. Beide wiegen 9 Pfund. Familie Schor ist glücklich. Wir glauben alle ganz fest an den Erfolg von deiner Ausstellung. Junger Künstler, die Ball aufgeht. Die letzte Schiffssendung mit der Leinwand hat sich wegen Schwierigkeiten mit dem internationalen Wechselgeschäft ein bisschen verschoben. Auch Berliner Gruppen sind rechtzeitig zu erreichen. Du kannst die Sammlung von der Reproduktion jetzt als komplett betrachten. Größte Unterstützung wirst du von der Picasso-Enthusiasten erwarten dürfen. Aber du die andere Linie nicht vernachlässigen. Die letzte Pläne überlassen wir deiner Erfahrung. Aber du auf einen früheren Termin an dieser Ausstellung wirklich teilnehmen. Der Gott von Moses soll an deiner Sicht stehen. Eisenstein!